Wir haben uns sehr gefreut, dass die Ärztekammer Westfalen-Lippe die Veranstaltung zertifiziert hat. Also wir haben 4 Fortbildungspunkte bekommen. Das ist sehr außergewöhnlich für eine solche Veranstaltung, weil wir eben ja, Themen out of the box haben. Also wir beschäftigen uns eben mit vielen Themen, die nicht klassisch sind für das Medizinerthema. Wir wollten ganz bewusst neue, moderne Themen in die Medizin bringen und auch den Medizinern, die also jetzt schon in eigener Praxis sind, präsentieren. Das geht los mit dem Ichoball zum Beispiel, der einfach eine Möglichkeit gibt, sich mit dem Thema Kommunikation mit kognitiv erkrankten Menschen zu widmen. Das geht weiter mit praxisorientierten Themen, wo ja, Praxisinhaber ihre Erfolgsgeschichte präsentieren, aber eben auch Themen, mit denen man sich in der Praxis vielleicht auch aus zeitlichen Gründen gar nicht so richtig beschäftigen kann. Also was bietet das Thema Digitalisierung, was bietet das Thema Kommunikation? Wir haben eine Gesichtsleserin da gehabt, also wirklich unglaubliche Vielfalt an Themen. Und für mich ist ganz klar und ganz wichtig, wir brauchen eine sichere, flächendeckende Patientenversorgung in Deutschland. Wir haben viel zu wenig Ärzte, die sagen, ich möchte in die eigene Praxis, ich habe Spaß an der eigenen Praxis. Und das ist meine Botschaft und das ist vor allen Dingen meine Mission. Ich will dafür sorgen, dass wir viel, viel mehr Mediziner in die ambulante Versorgung bekommen und vielleicht auch Schnittstellen bilden zu anderen Themen in der Medizin.